So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück. Euer Van Bergen ist wieder am Mikrofon in Crusader Kings 3. Es sind die Frauen, die unser Reich denn doch groß machen. Zum einen die gute Sarah, die Trojanerin von Cornwall, momentan noch an der Macht. Und es, ja, wir haben in der letzten Folge aufgehört mit der Eroberung, mit der, ja, ich bin sehr stolz drauf, muss ich sagen, dass wir die Stadt London nun in unserem Reich haben. Wir haben auch schon ein bisschen Kultur verändert, ein bisschen Kontrolle in den Gemeinden vorangetrieben, sowie auch die Religion angepasst. Da ist noch ein bisschen was zu tun, das ist noch nicht abgeschlossen. Aber in der Summe diese Grafschaft oder die Grafschaften, diesen Herzogtum, den wir hier übernommen haben, das Kleinkönigreich, wie hieß denn das, Earltum von Dorset, hier haben wir das Earltum von Buckingham, ja, Mittelsachsen haben wir hier und Herodford. Wie gesagt, die Eroberung dieser Provinzen war sehr entscheidend oder für mich meiner Meinung nach eines der größten Eroberungen der letzten 50, 60 Jahre, wenn man ganz ehrlich ist. Gut, als sonst steuern wir aber ein bisschen in schwierige Zeiten. Das wird jetzt in den nächsten Jahren, denke ich, kritisch. Denn zum einen, die Erbfolge ist, klar, sie ist gesichert, dank unserer Erben. Aber wir haben den Prinz Ben, eigentlich ein italienischer Herrscher, aufgrund seines Vaters oder des ersten Ehemannes, unserer guten Sarah, ist er auf den Thron von Italien gekommen, hat diesen aber verloren, befindet sich nur noch in der im kleinen Earltum von Lombardia, ist aber momentan in unseren Reihen auf dem Weg zu einem Kreuzzug. Das würde vielleicht nochmal uns vielleicht, wie soll man sagen, hier sieht man das Befehlshaber, Prinz Ben, ja, so könnten wir uns von ihm entledigen, um es mal so auszudrücken. Wir schauen uns das an. Wichtig ist dabei bloß, dass Sarah noch ein bisschen überlebt, ihm oder diesen Status noch überlebt, denn seine Herrschaft, die dann antreten würde, wenn er kommt, ist sehr, sehr kritisch. Ihr seht es schon, allein die Erben, was wir da haben, wie wir da das Reich aufteilen sollten, keine Ahnung. Das wird schwierig, das lasse ich erstmal außen vor. Ich hoffe es, dass Sarah noch ein paar Jahre macht. Das Problem ist nur, momentan ist sie leider kränklich. Das haben wir hier. Melancholisch, sowieso schon seither vernarbt und einäugig seit ihrer Kindheit bereits. Das ist jetzt nicht das Problem, aber diese Kränklichkeit, hoffen wir, dass sich das ergibt. Ansonsten, ja, die beiden anderen Söhne, die wir noch haben, das ist Redwald, Prinz Redwald, hier ist er, auch im Kreuzfitter-Outfit, finde ich ganz klasse. Schauen wir mal, wie das bei ihm vorangeht. Er wäre dann der nächste Nachfolgende, auch schon vernarbt, also ganz im Zeichen seiner Mutter. Er ist ein guter Kriegs, wie soll man sagen, Kriegsherrscher, ein bisschen blöd ausgedrückt, aber hat Kampfgeschick und auch Kriegsführung, Punkte sind bei ihm in Ordnung. Was ihm halt fehlt, sind so ein bisschen diese diplomatischen und Verwaltungselemente. Da ist er jetzt nicht so stark. Gut, aber momentan müssen wir uns fast darauf einstellen, dass Ben das aufgebaute Reich erben wird. Versuchen wir es noch ein wenig zu vergrößern, solange Sarah noch an der Macht ist. Und zwar haben wir in der letzten Folge schon gesagt, dass diese Wikinger aus Gardariki, die lange Zeit so ein bisschen uns Sorge bereitet haben, uns fast erobert hätten, uns fast ausgelöscht hätten, die stehen nochmal bei uns auf dem Schirm. Die möchten wir ganz gerne nochmal angreifen, und zwar um das Jarltum von Kent. Ich glaube, wir kriegen einen Anspruch auf diesen das gesamte Herzogtum. Und zwar haben wir es hier, da drüben hätten wir das Herzogtum De Heubarth. Das ist jetzt nicht so interessant, weil ich finde die Ländereien jetzt nicht so interessant. Wenn wir einführen, ist es dies hier, das Jarltum von Kent. Und das würde uns, denke ich, nochmal einen großen Schritt nach vorne bringen. Den Kreuzzug werden wir selber nicht angehen. Da gehen wir nicht mit eigenen Einheiten. Lassen wir mal außen vor diesmal. Ich weiß, es ist wertvoll und sinnvoll, aber ganz ehrlich möchte ich vielleicht die nächsten Jahre mal ein bisschen Fokus darauf setzen, uns wirklich zu stabilisieren. Die einzelnen, wenn das Erbe wirklich angetreten wird, und das ist höchstwahrscheinlich bald soweit, ich hoffe nicht zu schnell, dann auch nochmal neu zu reorganisieren, um dann ja den großen Bruder in Spee hier, Alba, die Stirn bieten zu können. Und dafür ist es unausweichlich erforderlich, dass wir eben gerade diese Eroberungen hier tätigen, ne? Im Süden. Gut, wir lassen mal ganz kurz ein bisschen laufen, schauen uns das an, was als nächstes passiert.
Und dann gehen wir wirklich mit großen Schritten gegen die Kollegen hier vor. Königreich von Gardariki, dass das mal ein Ende nimmt auf der angelsächsischen Insel. Ansonsten, ich glaube, wir müssen nicht viel machen. Wir haben fast gar keine Anspannung, das ist in Ordnung. Wir könnten nochmal eine Jagd veranstalten, aber auch Geld wollen wir ein bisschen sparen, denn wir bauen ja zurzeit in London noch eine Stadt, hier in Brentford. Da in 17 Monaten ist die abgeschlossen, finde ich super, wird auch nochmal ganz interessant, wie sich das hier ergibt. Ich glaube, Städte können wir selber als Herrscher ja nicht halten, die müssen wir dann so wie diese hier an den Titelträger vergeben, an den Bürgermeister als solches. Aber das ist, glaube ich, nicht so problematisch. Hier könnten wir vielleicht ein bisschen noch an der Beziehung arbeiten, dass wir noch mehr Steuern bekommen. Gut. Feinde treten aus Krieg aus. Gut, lassen wir den Papst weiter seinen Krieg führen und wir machen das gleich. Wir haben eigentlich die Vorbereitung schon in der letzten Folge getroffen. Und zwar verlegen wir den Sammelpunkt hier nach London direkt. Ehepartner, Divide et Imperi. Earl Fotari unterstützt aktiv Graf Tudek und seine Fraktion Unabhängigkeitsfraktion. Wo ist denn Graf Tudek? Ah, Leon. Super. Und seine Fraktion, okay, allerdings hat mein Gemahl eine Idee, wie man das ändern könnte. Glaub mir, ich könnte Earl Fotari Dinge erzählen, mehr als genug, um ihn sofort Tudek abschwören zu lassen. Verliert 50 Meinung bei Tudek? Probieren wir es doch, ne? Das ist immer noch so eine Thematik mit dem Kollegen aus Lyon. Da haben wir immer noch Streitigkeiten. Mit dem Vasallen letztendlich. Aber auch mit dem Vasallen auf der irischen Insel. Auch da müssen wir nochmal dran arbeiten. Probieren wir es doch. Ansonsten sieht das eigentlich alles ganz gut aus. Machen wir es. Wir erklären den Krieg. Wir haben ja keinen Waffenstillstand mehr mit dem Kollegen. Oh, das sind viele. Moment, nochmal ganz kurz reinschauen, das sind doch gar nicht so wenig. Er selber hat 800. Dann kommen nochmal 600. Und dann kommen nochmal 2000. Aber das kriegen wir hin. Bin ich felsenfest von überzeugt, dass wir das schaffen, das Herzogtum. Nochmal das Ziel ändern, wir haben es eben schon gemacht. Das bestätigen wir. Kostet uns bloß Frömmigkeit. Und der Gegner ist anscheinend weit unterlegen. Eingeschworen im großen Religionskrieg. Ihr habt geschworen, am großen Religionskrieg gegen König Sörgwer teilzunehmen. Nach seinem Beginn wird dieser Krieg unentschieden enden. Wollt ihr diesen Krieg trotzdem beginnen? Okay, müssen wir den Religionskrieg abwarten, nehme ich an. Ansonsten gibt es diesen Malus oder Nachteil. Dann lassen wir es noch laufen. Schauen wir uns das später an. Was macht Alba? Mir ist es halt... Ich will es wirklich nicht in die Hände von Alba geben. Da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Das ist ein bisschen richtig blöd. Das ist klar. Das ist klar. Er führt ja zurzeit keinen Krieg, wenn ich das richtig sehe. Er hat zwar Männer überall. Das sind Räuberbanden. 8864 Räuberbanden. Also das ist mal lieber. Wie gesagt, Alba wird unser ganz entscheidender Gegner werden. Wir beschleunigen das Ganze ein bisschen. Oh, wir sind nicht mehr krank. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Liebe Leute, was ein Glück. Was ein Glück. Gascon kämpft hier. Das sind die Franzosen. Die kämpfen auch gegen unseren Feind aus Gardariki. Ein Komplott bei Hofe. Mein Ratspitzel ist mit besorgniserregenden Neuigkeiten zu mir gekommen. Wir wissen noch nicht, wer es ist. Doch jemand schmiedet ein Komplott um eine Person. Und zwar mein Erzbischof. Wenn ich ganz ehrlich bin, nicht wirklich schlimm. Der Kollege hat nur eins bei Bildungen. Das ist, glaube ich, für einen Erzbischof außerordentlich schlecht. Lassen wir laufen. Schauen wir uns das mal an, wie das aussieht. So, die Räuberbanden ziehen auch wirklich zu uns. Das ist natürlich super. Wer dafür sorgte, dass meine Nichte Günko den Tod fand. Er bot mir an, mir alles zu erzählen. Namen und Beweise im Tausch gegen seinen Gefallen, der später eingelöst werden soll. Ein Druckmittel gegen uns. Wer ist davon betroffen? Einige Steine sollte man besser nicht umdrehen.
ist immer noch mein Vasall von der Grafschaft Lyon. Ich weiß nicht, ob ich ihm wirklich ein Druckmittel geben will. Ganz ehrlich, was hat er hier? Athletisch. Aber 10 Meinungen bei ihm schon wieder, das ist auch kritisch, ne? Es wird ja nicht besser. Schauen wir uns das an. Nachdem ich die Dokumente durchforstet habe, die ich von Graf Tudeck erhielt, ist mir klar, dass Gräfin Joanne dafür sorgte, dass meine Nichte Gwencore den Tod fand. Aha. Meine geliebte Schwester. Okay, wir haben dann ein Druckmittel gegen Joanne. Ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht. Was wir noch machen werden, meine Lieben, was mir noch auffällt, und zwar, das sehe ich gerade, ich habe ja reingeschaut in der Erbfolge. Unser zweiter Sohn erbt ja wirklich viel und Joanne hat bloß einen Titel. Ich würde Joanne ganz gerne noch einen weiteren geben, um das ein bisschen, wie sagt man, sie hat Glowam, ich würde ihr ganz gerne hier oben noch was geben. Vielleicht Oxfordshire. Kann nur Titel aus euren eigenen Domänen verleihen. Ach Mist, mir stimmt ja natürlich. Stimmt ja natürlich. Ich würde es ein bisschen aufdröseln, wisst ihr, was ich meine? Also diese... Mir werden die Vasallen, oder die Erben werden mir zu stark. Vor allem Leonwine wird mir zu stark mit dem ganzen Herzogtum, was er erbt. Vor allem, er ist auch nicht wirklich so gut unterwegs, aber er wird unterrichtet von Sarah. Was auch noch in den Kommentaren stand, da nochmal vielen Dank dafür, das habe ich nicht gewusst. Den Fokus setzt man idealerweise auf den besten Wert des Zöglings. In dem Fall ist es hier Verwaltung. Ich habe ihn jetzt Diplomatie auswählen lassen. Ich müsste eigentlich bei ihm auf Verwaltung gehen. Er kann nur einmal geändert werden, bei ihm jetzt leider, aber nur so für die Zukunft vielleicht. Hier wäre es wirklich sinnvoll, auf Verwaltung statt auf Diplomatie zu gehen. Man bessert nicht aus, sondern man versucht dann wirklich die großen Stärken nochmal weiter zu pushen, ne? Okay. So, Kontrolle hat sie abgeschlossen. Dann suchen wir uns gleich noch den nächsten Punkt, wo sie ein bisschen Kontrolle einbauen kann. Ich glaube, hier sieht es schlecht aus und in Buckingham. Ja, auch hier wieder der Glaube, die Religion ist hier noch. Versuchen wir es doch gleich. Wo ist mein Rat? Mach gleich am besten hier weiter. Ja, das war ja dieses ganz große Thema. Joanne und meine Wenigkeit als Herrscherin. Ein super Duo, wenn man so möchte. Wir haben es geschafft, uns erstmal überhaupt zu stabilisieren, nicht überrannt zu werden. So, der führt jetzt Krieg gegen unseren Vasallen, nehme ich an, oder wie ist das? Das ist sowieso spannend. Ob wir nicht vielleicht sogar in der Zwischenzeit auf die Insel gehen, aber wir müssen ja sowieso diesen Krieg abwarten. Und bei uns steht ganz oben auf der Liste der Kollege. Den Krieg gewinnt er anscheinend, Räuber hat er noch. Wie kommen wir denn vielleicht mit Alba in ein Scheinbündnis über einen längeren Zeitraum? Er hat leider auch nichts. Und diese Nachfolge ist sehr, sehr schwierig zu organisieren. Hier hat er seinen Ad, aber er ist der Nachfolger. Es würde kein Bündnis einhergehen. Ist wirklich... Da, jetzt werden wir auch von Alba überfallen. 8000 Einheiten. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich das aufbessern sollte. Wir verlieren Prestige durch diese Eroberungszüge. Da seht ihr das. Das ist halt wirklich sehr bitter, ne? So, tadelloser Haushalt. Wer regnet das? Das ist unser Ehemann. Fraktion hat sich aufgelöst, aber eine neue geschaffen. Wir schauen mal kurz rein. Militärstärke, Lehnsherr. Unabhängigkeit. Das sind die Bauern. Ja, die Iren. Die Iren sind immer noch kritisch. Aha. Octreda ist jetzt... Es ist sie hier. Das sind nicht die Iren, das sind die Waliser. Wir müssen auch nochmal schauen, ob wir da nicht die Beziehungen noch ein bisschen ausbessern. Wir probieren es mal. Er ist ja immer noch katholisch-irisch, ja. Bleibt spannend, meine Lieben. Bleibt spannend.
So, 23%. Meine Ratsspitzelgräfin kommt mit einem ruhigen Lächeln auf mich zu. Ich würde es begrüßen, wenn wir meine Bande neu verhandeln könnten, meine Königin. Jede Verbesserung meiner Position würde natürlich von meiner Schatzkammer oder meinen Ländereien mit Begeisterung entgegengenommen werden. Das ist meine liebe Vasallin von Borthwyn, Dorter von Herefordshire. Und Herefordshire ist aber, muss ich gerade mal schauen, wo ist sie denn? Ah ja, ah, sie hat sogar zwei Provinzen inne. Aber ins falsche Haus geheiratet. Und das geht auch an das Haus Neil. Das ist ein bisschen schade, dass es aus unserer Dynastie rausfällt durch die Ehe mit dem Earl Einmerreson Kenachan. Immer noch schwierige Namen. Ich hoffe, das wird sich mal im Laufe der Zeit ändern. So. Feudalsteuern können wir verringern. Feudalsteuern von... Ich interessiere mich für Herefordshire. Ach, gibt sie mir das sogar? Dann könnte ich es ja meiner Schwester geben. Tatsache. Das macht es dann doch ein bisschen einfacher. Schaut mal, wir haben Herefordshire als Provinz bekommen. Wie sieht denn die aus? Inselchristentum. Könnten wir daran arbeiten? Wir geben das aber Joanne. Wie ich schon gesagt habe, so ein bisschen aufteilen. Noch können wir es eigentlich auch selber halten, ne? Wir können es gebrauchen. Ist ein bisschen mehr, ein Dukat mehr hier, ein Goldtaler als solches. Gut, wie lange haben wir noch diesen Krieg? Das ist halt wirklich kritisch abzusehen. Ist mein ältester Sohn immer noch im Krieg? Schauen wir mal, ob er noch da umhermarschiert. In den Krieg rufen. Wer ist das? Verbündeter. Das ist der Kaiser ruft. Komisch, da können wir teilnehmen. Ostfrankenreich und Italien. Oha. Wir gucken mal ganz kurz in die Gemengelage. 3000 plus Vasallen, die er so hat. 2000 plus Vasallen, die er so hat. 7000 plus Freunde und Co. Weiß ich nicht, sollen wir das machen? Angreifer sogar. Puh, da geht es wieder um irgendeinen Müll. Bei Ablehnung, es geht. Es sind nur 350 Ruhm. Ah ne, nicht Prestige, sogar Ruhm geht mir verloren. Das ist heftig. Ruhm ist ja der... Ist ja ein anderer Wert. Das ist dieser. Kann das sein? Das ist der Ruhm, Bekanntheit. Wir schauen, wir geben es mal auf. Vielleicht ist es auch falsch übersetzt. 350, wo wird ablehnen? Habe ich jetzt nirgendwo gesehen. Ruhm, tatsächlich. Ich kann es nicht nachvollziehen, wo. 5 Häuser gehören. Ach, schaut mal, ist ja unglaublich. Preden, Gründungshaus. Nebenlinie, Nebenlinie, Nebenlinie. Interessant. Okay. Jo, wenn die überall Kriege führen, ich probiere es jetzt trotzdem. Sollen wir es probieren gegen Gardariki? Man muss es ja herausfinden, was passiert. Ich sehe es jetzt nicht so kritisch. Wir machen das, bevor es später zu spät ist. Wir gehen jetzt nochmal drauf. Herzogtum von Kent. In dem Fall ist es ein Jarltum. Bestätigen dieses. Erklären den Krieg. Trotzdem angreifen. Und gib ihm. So. Hier alle ausheben. Wir schauen mal kurz durch, wenn wir hier noch haben. Ratskanzler. Das sollten wir vielleicht verbieten, oder? So, Moment, wir gucken mal ganz kurz unsere Champions durch. 9 haben wir. Ritter, Vasall, Ritter, Sohn und Ritter. Zwingen wir. Ratskanzler verbieten wir. Ratsverwalter haben wir ja auch verboten.
Unser Ehemann, den können wir sogar zwingen, da reinzugehen. Haha, finde ich gut. So, sehr schön. Okay, alles klar. Na dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum und gehen direkt auf die erste Provinz, die uns in die Hände fällt. Und belagern. Schauen wir doch mal, wie schnell wir das hier hinbekommen. Wie gesagt, wir kämpfen so ein bisschen gegen... Oh, schau einer an. Oh, wen haben wir denn da? Warum haben die haben jetzt aber auch eine andere? Neil? Das ist er, seine Tochter. Fürstin Hungifu? Fürstin Hungifu ist doch meine Vasallin. Und er erbt England. Oha. Oha, mein Lieber. So. Schifffahrt. Den müssen wir beeinflussen. Das wird interessant. Das wird richtig interessant. Furchtlos und Freisprecher. Gute Werte, auch im Militär. Gut, interessant, meine Lieben. Alba hat sich aufgelöst. Wie das jetzt, sind die dann nicht gar nicht im Krieg? Im Frieden mit Irland? Verbündet mit East Riding und Häuptling Tummansdatter von Augustin Akdir? Das ist jetzt spannend. Cornwall gegen England als solches neues Szenario für uns. 41 ist er erst. Versuchen wir uns doch... Sie hat noch eine Tochter. Haben wir noch... Wir gucken mal, ob wir noch... Ich weiß nicht, ob uns... Ich habe es jetzt vergessen, weil wieder eine Woche her ist. Ganz kurz. Er hat noch keinen. Leonwein können wir. Wir können sogar unseren Enkel... Und dann mit England verbünden. Wird nicht annehmen. Matrilinia? Auch nicht. Okay, versuchen wir die Beziehungen zu verbessern. Brechen wir das mal ab. So. Versuchen wir alles, was wir können, um uns mit England hier vielleicht erstmal zu verbünden. Erstmal die außenstehenden Feinde entfernen und dann an die Inneren zu gehen auf der Insel. Relativ ausgeglichen, ne? Wenn die jetzt ein bisschen das Geld in die Hand nehmen, aber haben keinen zum Glück. Okay, um Vasallen wollte ich schon sagen. Um Vasallen beauftragen wird es kritisch, aber das haben sie momentan nicht. Sehr schön. Gut, wir belagern schon. Wir haben ja letztes Mal auch schon Onaga gebaut. Da haben wir ja schon ein paar, das ist ganz gut als Belagerungswaffe. Das wird uns die Belagerung beschleunigen. Sehr gut. Dann gehen wir doch an die Jungs hier, das sind Räuber. Versuchen wir die doch... Eure Weisheit und Gnade sind legendär. Ich war euch immer ein treuer Vasall. Doch ihr versteht sicher, dass ich eigene Untertanen habe. Meine derzeitigen Bande sind äußerst streng. Ihr seid doch sicher klug genug. Ist geschehen. Vasallenbande haben niedrige Steuern bekommen. Okay. Ah, schlecht. So. Da haben wir die erste Schlacht. Sehr gut. Belagern wir auch Sussex fleißig. Ja, hier müssen wir auch noch dran arbeiten. Also zum einen natürlich sind wirklich viele Baustellen, die wir haben. Zum einen die Kultur. Den Kulturfortschritt müssen wir vorantreiben. Als weiteres natürlich auch hier die Autorität mal erhöhen. So wie unsere gesamten Vasallen ein bisschen freudig stimmen. Wie wir das... Den Weg haben wir ja richtig gewählt. Also den Lebenswandel, Schwerpunkt auf Reichtum. Da sind ja viele Optionen drin für Vasallen, Meinungen und dergleichen. So, okay. Die Freundschaft von Fürstin Octreda. Obgleich mir ihre zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von ihrem plötzlichen Interesse an mir. Auch sowieso, was haben die für eine Kultur, für eine Religion? Mandäisch, walisisch. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass die Absichten von Fürstin Octreda nicht lauter sind. Wie ist sie denn? Aha, okay. Sie ist derweil... homosexuell orientiert. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier darauf anspielt. Scheint doch so. Was für eine Meinung hat sie? Minus 30. Ein bisschen Anspannung. Wir bekommen ein bisschen Anspannung, aber vielleicht kommen wir über diesen Punkt
zu einer besseren Meinung zu ihr. Interessant, hat sich nicht deutlich verbessert, ne? So, Gefangene haben wir gemacht, sehr schön. Den Kreuzzug scheinen wir zu verlieren. Auch die Provinz holen wir uns noch, bevor wir dann auf die Hauptstadt gehen. Er scheint nicht wirklich noch keine Armee mehr zu haben. 1600. Ja, wurde auch Zeit. Also wir haben ja lange Zeit jetzt gegen sie im Schatten gespielt. Immer mit der Angst, dass sie uns erobern oder angreifen. Das ist auch spannend. Macht der... Aha, okay, Fife. Aha, interessant. Es wird viel spannender, wie bei Alba, wie sich das hier entwickelt. Die kämpfen gerade Grafschaft von Wekels und nochmal gegen Skane. Verbündet nach wie vor mit Bulgarien und auch Skane, okay. Interessant. Es sind aber weniger geworden. Ich glaube, sie hatten schon weit über 10.000 Männer. Schauen wir. Mit dieser Provinz jetzt von Gardagiki können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen an Expansionsgedanken arbeiten. Auch da wieder ein starker Gast. Aber das würde ich denn doch schon ganz gerne mal in Erwägung ziehen. Oh, okay. Ich glaube, wir gehen hier mal in den Wald. Waldverteidigung. Schaut mal, da haben wir nette Gäste. Das ist wieder interessant, wie das zusammengesetzt ist. 2600 Mann. Von Herrscherbefehl. Achso, er ist sogar der Befehlshaber hier. Gut versorgt. Aufgebot. Wo hat er jetzt diese... Da, hier sind 1700 angeführt. Mit allem, ne? Aber hier sind es doch dann 3000. Also... Ich weiß es nicht. Wir hätten ja ein bisschen Geld übrig, so ist ja nicht. Wir können ja auch nochmal uns verstärken mit Einheiten. Wer belagert dort? Wir ziehen, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon nach... Nochmal 800, seht ihr? Das sind Söldner. Also beeilen wir uns mit der Belagerung. Fahren wir schnell zum Belagerungspunkt. Vorzüge verfügbar. Erbacher Dienst. Sie haben ja hier bald den Administrator durch. Nutzen wir das auch. Sehr schön. So, und dann haben wir Lösegeld immer noch. Gucken wir nochmal ganz kurz. 10 Gold. Selbstverständlich lassen wir frei. Und der war doch hier 50, ja. Okay. Ja, in Kriegszeiten. Die wird es ja danach nicht mehr geben. Ich glaube kaum, dass wir danach noch Geld dafür bekommen. Wir können den Titel Herzog von Essex gründen. Sarah kann heiraten. Wo ist sie? An welchem Hof? Befindet sich bei uns. Okay, sie ist schon die Tochter von... Hat auch schon 2 Söhne. Genau, Juliana, meine Tochter, hat ihn geheiratet und das ist jetzt die älteste Tochter. Ich verstehe. Muss nur kurz schauen. Er hatte noch keinen Titel, deswegen, beide haben keinen Titel, deswegen sind sie bei mir am Hofe. Ist nicht so schlecht. Gibt uns hier wirklich eine Möglichkeit, uns nochmal einen starken Ritter zu besorgen. Egnech Seitech. Oder wir versuchen uns an einen guten Diplomaten. Wir schauen mal ganz kurz rein, wer bei uns... Sie bleiben ja bei uns am Hofe. Müssen wir vielleicht nur die Meinung von ihnen ein bisschen verbessern. Wer uns bald verlassen wird. Der Ratskanzler ist im mittleren Alter mit 53. Hier wäre es eigentlich sinnvoll, mal was ganz Starkes ranzuholen. Ne? Das wäre, glaube ich, super. Der Rest ist gut. Ratsverwalter ist auch in Ordnung. Ich weiß nicht, ob wir jetzt, wenn er ersetzt wird, ob wir was Besseres da haben. Nee, wäre auch möglich. Eine Junge... Ach Gott, wir könnten sogar Joanne einsetzen. Nee, versuchen wir uns doch einen Ratsverwalter. Ich glaube, er geht früher flöten. Der Vogt 6 bald. Probieren wir es doch schnell, Leute. Und zwar einen starken Ratsverwalter. Fränkisch, Französisch. Und hier wird es dann schon schwächer. Bündnisse gehen hier sogar einher. Schade, keiner mit einem starken Erbe oder sowas. Dann gehen wir nochmal ein Stückchen höher.
Angelsächsisch, das passt doch gut. Gutfried auf Somerset, sie ist 16. Maßvoll, sprunghaft und gesellig. Mit 30. Passt mir gut von der Religion. Also Inselchristentum, okay, ist nicht so, aber nicht so schlimm. Hier haben wir noch ein paar Franzosen. 39, 38, 31. Nee, dann geht doch die Wahl an den Gutfried auf Somerset. Matrilinear, selbstverständlich. Abschicken. Dann haben wir doch einen guten Kandidaten bei uns am Hof. Sehr schön. Okay, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Lassen wir es soweit stehen. Gucken wir, ob wir den Krieg hier erfolgreich zu Ende führen. Ein bisschen Einheiten haben sie ja momentan noch. Kreuz und quer umherschiffen. Da 800 da drüben. Also sie haben momentan mehr Einheiten unterwegs als wir. Das habe ich schon festgestellt. Da unten kommen sie wieder. Schau an. Da belagern sie. Belagern wir die Hauptstadt. Vielleicht haben wir das Glück und beenden so den Krieg schnellstmöglich. Nächste Folge geht's weiter. Bis dann, euer Van Bergen. Ciao, ciao.